Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop, Monat Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Eriana, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Was sich ändert, die Bewegung Sonne, Mond und Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Diese Bewegung nennt man Transit und aktiviert etwas im Horoskop und genau das schauen wir auch an. 1. Juli. Uranus bewegt sich im Widder. Die beiden Mondknoten nehme ich jetzt raus von Geburtshoroskop, weil sie bewegen sich auch und ich brauche die Karten. Also ich erstmal Uranus im Widder nach indischen Berechnung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bleibt länger hier, also einigen Jahren noch. Und das heißt, hier ein Neuanfang, das ist Widderenergie. Außerdem, die Themen wird auch beschrieben, das sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, das Leben, das Vertrauen, daran glauben und ändert sich etwas in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Mond bewegt sich 1. Juli bei Sonnenaufgang noch im Stier, übergeht aber in Zwillinge. Ich setze Mond zum Stier. Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. Und hier im 12. Lebensbereich ist wichtig, einen gewissen Rückzug, die Ruhe bewahren, dich erholen und dann übergeht Mond in Zwillinge und aktiviert etwas bei dir persönlich. Dann hast du wieder die Kraft und Ausstrahlung. Sonne und Venus bewegt sich in Zwillinge. Sonne zeigt die Monatsthema und das bist du selbst, deine Ausstrahlung, dein Auftreten und das heißt auch, du bist gerade wahrgenommen. Venus bedeutet im Geburtshoroskop deine Weiblichkeit oder wie du Liebe lebst, zeigt auch deine Kreativität. Bei diesem Transitbewegung kann sein, dass das dich selbst als Frau zeigt oder Thema Liebe aktiviert. Aber kann auch eine andere Frau oder mehreren Frauen sein, die einen Einfluss haben auf dich. Hier bei Aszendent, weil du hast Zwilling, Aszendent bedeutet dieser Venus-Einfluss gerade, du machst dich hübsch, du zeigst dich als Frau, stehst in Öffentlichkeit, bist du auch wahrgenommen oder ändert sich etwas in dein Aussehen. Zum Beispiel ein neuer Haarschnitt oder anderen Kleider. Mars und Merkur ist im Krebs. Krebsthema ist intuitiv handeln, verspüren die richtigen Momente im Leben. Krebs aktiviert auch Themen, familiären Themen.
Und hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich noch um Geld, Finanzen, Werten, Besitz und auch dein Selbstwertgefühl. Jetzt hast du Merkur-Mars-Energie. Das kann bedeuten, dass du mit diesem Mars-Einfluss spontan handelst oder kommt ein Impuls und gibst mehr Geld aus. Kann auch bedeuten, dass hier ein Vertrag unterschrieben wird und eine männliche Person hat auch einen Einfluss drauf. Und es handelt sich um deine Werte, um deinen Besitz und um deine Finanzen. Jupiter befindet sich in Skorpion. Jupiter bringt Glück. Jetzt ist gerade rückläufig, das kann bedeuten, dass noch gebremst ist, die Chancen und Möglichkeiten, oder da hast du noch Themen von Vergangenheit. Jupiter vergrößert gerne etwas, aber diese Rückläufigkeit bremst es auch und das trifft deinen Alltag und deine berufliche Situation. Saturn und Pluto ist im Schütze. Und aktiviert Themen wie Sport, Bewegung, Reise, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität, religiöse Themen, die Richtung ändern, konzentriert zu sein. Und bei Schützenenergie hier im siebten Lebensbereich kommt das auch noch dazu, diese Thematik Partnerschaft. Nicht nur Saturn und Pluto ist im Schütze, sondern auch Ketu und aktiviert hier karmische Themen. Und zwar handelt es sich bei Ketu-Energie um Vergangenheit, Erinnerungen. Neptun bewegt sich in Wassermann. Neptun lässt unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und die aufsteigende Mondknoten befindet sich in Zwillingen. Die absteigende Mondknoten zeigt Erinnerungen. Die aufsteigende Mondknoten ist die Richtung, was die Seele braucht gerade. Zum Erfahrungen sammeln oder sich befreien. Diese beiden Mondknoten bleiben dieses Jahr und 2020 auch noch im Schütze und im Zwillingen. Und dieser aufsteigende Mondknoten hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Deine Seele verlangt danach, deine Persönlichkeit leben. 1. Juli steht Mond mit Venus in Verbindung und das aktiviert die Gefühle, Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig und wird von einem königlichen Stern von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran gilt als Wegweiser und öffnet unserem Auge. 2. Juli übergeht Mond in Zwillingen. Oder ist schon in Zwillingen, schon 1. Juli, Spätnachmittag, ist schon in Zwillingen und 2. Juli auch hier. Und es ist ein totale Sonnenfinsternis. Im deutschsprachigen Raum ist etwa 8 Uhr. Wird von Orion bestrahlt. Orion gilt als himmlischen Jäger und zeigt auch die Richtung Polarstern. Und das bedeutet, es ist wichtig, die Suche nach etwas und die Richtung bestimmen. 3. Juli ist Mond noch in Zwillingen und wird von Alhena bestrahlt. Übersetzt bedeutet das ein Zeichen. Wir bekommen ein Zeichen oder eine Botschaft.
Das kann ein Traum sein oder wir sehen ein Nummer oder ein Bild taut sich auf und wir spüren, dass diese Zeichen ist eine wichtige Botschaft für uns. 4. Juli übergeht Mond im Krebs. Aktiviert hier Themen Familie oder Besitz, Finanzen. Mond bildet sich in Konjunktion zu Mars und auch zum Merkur. Das heißt, sie wirken zusammen. Mond aktiviert auch Merkur, Mond aktiviert auch Mars. Das sind Handlungen, Terminen oder Vertrag oder Gespräche. Bei Mars-Energie entweder deine Kraft und kannst du dich durchsetzen oder eine männliche Person. 5. Juli befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn in den nächsten Punkt zum Erde und aktiviert bei uns unsere Sehnsüchte und Wünsche. Und hier in diesem Tag erscheint das realistisch zu sein oder wir haben die Möglichkeit, das umsetzen im Tat. 6. Juli übergeht Mond im Löwe. Wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist auch ein königlicher Stern, der Herz, der Löwe. Und es ist eine Herzensangelegenheit. Oder wir sollen damit bewusst sein, was liegt in unserem Herzen. 7. Juli ist Merkur im Stillstand. Da bleibt alles stehen, was mit Verhandlungen oder Terminen betrifft oder Kommunikation. Im selben Tag, wo Merkur im Stillstand ist, befindet sich Merkur in seiner Umlaufbahn im weitesten Punkt aus der Sonne ausgesehen. Sonne gibt die Licht, die Wahrheit, die Klarheit und Merkur ist zu weit weg. Es ist schwierig, etwas klären oder klärenden Gesprächen führen. 8. Juli übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert Jungfrau-Themen und das heißt, etwas in Ordnung zu bringen oder Heilung. Und das ist dein Basis, dein Fundament und hat das auch mit deiner Wohnsituation was zu tun. Ab diesem Tag ist Merkur schon rückläufig. 9. Juli steht Sonne und Saturn gegenüber, sie spiegeln etwas. Und das heißt, die Wahrheit vertreten, etwas in Ordnung bringen. Bei Sonnenenergie kann auch Vaterthemen sein oder eine männliche Person, was bestimmen kann etwas. Und das wird gespiegelt. Im selben Tag ist Halbmond. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist. Es fehlt was. Es fehlt in diesem Tag die Wasserelement und das sollen wir betonen, damit wir im inneren Gleichgewicht bleiben. Intuitiv handeln, die Ruhe bewahren, unseren Gefühlen achten. 10. Juli ist Mond im Waage. Themen sind Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Partnerschaft, Leichtigkeit, Lebensfreude, wird von Speaker bestrahlt. Speaker bedeutet Weizenehre, die Weizenehre der Jungfrau. Speaker befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und das heißt, all das, was du jetzt beginnst, trägt Früchte. 13. Juli ist Mond in Skorpion und bildet sich eine sogenannte Konjunktion zum Jupiter. Das heißt, sie treffen sich und wirken gemeinsam. Jupiter vergrößert etwas, wir nehmen die Gefühle intensiver wahr. Kann auch bedeuten, wir übertreiben etwas. 14. Juli bewegt sich Mond im Sternbild Schlangenträger. Es ist zwar kein Tierkreiszeichen,
gehört nicht zu diesem Zwölf-Tierkreis zeichnen, obwohl diesem Stammbild befindet sich auch im Ekliptik. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, und hier brauchen wir Heilung. Natürlich muss Asklepios wichtige Entscheidungen treffen, unterscheiden, was ist Lüge, was ist die Wahrheit. Und in dem Tag ist möglich, dass jemand uns etwas erzählt, was nicht die Wahrheit entspricht. Und da sollen wir vorsichtig sein. Im selben Tag spiegelt Sonne zum Pluto etwas. Sie befinden sich in einer sogenannten Opposition, Sonne-Pluto-Opposition. Und das heißt, etwas klar und deutlich erkennen, in die Tiefe schauen, die Ursache erkennen, die Wahrheit ins Licht zu bringen, das ist die Konzentration. Pluto zeigt diese Konzentration. 15. Juli übergeht Mond im Schütze. Und aktiviert Themen, was die Reisen betrifft, deine Wünsche betrifft, dann brauchst du Neuorientierung und Thema Liebe, Partnerschaft. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, ein partielle Mondfinsternis. Und dieser Vollmond ist exakt um 22 Uhr 38 Minuten und befindet sich am absteigenden Mondknoten, aktiviert karmische Themen. Mond steht dann in Verbindung zum Saturn, auch zum Pluto. Und das sind Erinnerungen, karmische Erinnerungen, wird von Nunki bestrahlt. Dieser Stern Nunki war bei Assyrer verehrt, später bei Babylonier, und gilt als heiligen Ort. Ich würde das so beschreiben, ein Kraftort. Wir brauchen diese Energie, uns auftanken. Und hier sind auch karmische Themen und kann auch bedeuten, dass wir in einem Ort sind in diesem Tag und haben das Gefühl, wir waren schon hier mal. Kommt so bekannt vor, kommen die Erinnerungen. 17. Juli ist Mond im Steinbock. Und Sonne übergeht im Krebs. Beginnt ein neues Monatsthema. Die neue Monatsthema ist Familie oder ein gewisser Rückzug, intuitiv handeln, verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser passiv zu sein, eher im Rückzug. Bei dir kommt noch die Thema dazu, zweiten Lebensbereich, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und Mond aktiviert hier die Steinbock-Energie und das heißt Ziele setzen, nicht aufgeben, geduldig zu sein. 20. Juli übergeht Mond im Wassermann. Wassermann ist Luftelement. Das bedeutet, befreit zu sein, endlich aufatmen, diese Leichtigkeit spüren. 21. Juli bewegt sich Mond im Wassermann und befindet sich in seiner Umlaufbahn im weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen und aktiviert bei uns die Sehnsüchte und Wünsche. Und weil das so weit weg ist, von der Erde aus gesehen, haben wir das Gefühl, das klappt nicht und neigen wir dazu, aufzugeben. Möglich ist auch, dass wir Kontakte haben und andere sagen, oh, was bildest du ein, das wird sowieso nicht. Und dann brauchen wir die innere Kraft, die Überzeugungskraft und sagen, doch, ich erreiche das. Im selben Tag, 21. Juli, steht Sonne und
Merkur in Verbindung, und das sind wichtige Verhandlungen, Gespräche, kommt auch mehr Klarheit bei dir, entweder familiären Themen oder Thema Finanzen. 22. Juli ist Mond in Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Achte auf deinen Gefühlen. Und es ist wichtig, Angst loslassen. Und dann kommt noch die 10. Bereich dazu, die 10. Lebensbereich, Öffentlichkeit, die Berufung und das Vertrauen auch, Vertrauen, das Fluss des Lebens. 23. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Dieser Walfisch war nicht gut gesinnt, wenn man die Geschichte kennt. Und das kann bedeuten, dass jemand kommt auf unserem Leben oder ein Kontakt oder Einfluss von außen und versucht, jemand uns etwas befehlen oder ist aggressiv. Also wir sollen etwas vorsichtig sein. 24. Juli ist Venus im Krebs. Aktiviert Themen, was zum zweiten Lebensbereich gehört. Das kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und verkaufst dein Kunstwerk und kommt Geld rein. Venus bringt auch Glück in Finanzen. Im selben Tag steht Merkur-Venus in Verbindung. Und das sind Gespräche. Das kann auch bedeuten, dass du wichtige Gespräche hast mit einer Frau. Und das handelt sich auch um Werten oder Finanzen. 25. Juli ist Mond im Widder. Das kann für dich bedeuten, ein Neuanfang oder Themen wird aktiviert, deine Wünsche, daran zum Glauben, das nicht aufgeben und Themen Freundschaften. Im selben Tag, 25. Juli, ist Halbmond, exakt um 2.18 Uhr. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist, es fehlt etwas. In diesem Tag fehlt die Luftelement, die Leichtigkeit oder bedrückt uns etwas. Wir sollen aber aufatmen, etwas loslassen, ist sehr wichtig. Mond steht in Verbindung zum Uranus, immer noch im selben Tag. Erstens Spannung von Halbmond, dann Mond aktiviert Uranus und astromedizinisch herrscht Uranus über unserem Nervensystem. Also Spannung. Und das kannst entweder in deinem Freundeskreis erleben oder du möchtest einen Neuanfang starten und hast Angst davon. 27. Juli übergeht Mond im Stier und es wäre wichtig, dich erholen, die Ruhe bewahren, den Rückzug. In Ruhe liegt die Kraft. 28. Juli ist Mond im Stier. Und wird, also bleibt im Stier, und wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen, die Auge des Stieres, und bedeutet Wegweiser und etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Aber hier im 12. Lebensbereich ist der Rückzug, die Tiefe, in die Tiefe schauen, daran liegt die Wahrheit. 29. Juli ist Mond in Zwillingen und es ist wichtig, hier zum Leichtigkeit kommen, etwas spielerisch betrachten und dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit kümmern. 30. Juli ist Mond auf die aufsteigende Mondknoten und aktiviert karmischen Themen. Und das ist, was du lernst, was für dich eine neue Richtung bedeutet und wird von Alhena bestrahlt. Alhena bedeutet übersetzt ein Zeichen. Du bekommst ein Zeichen und das sollst du auch erkennen. Vielleicht über einen Traum
oder du siehst etwas und hast so Gefühl, oh, das zeigt mir etwas, ein Nummer oder Buchstabe oder ein Bild, also ein Zeichen wirst du sehen, erkennen. 31. Juli ist Mond im Krebs und wird von Pollux bestrahlt. Das ist im Grenzbereich. Pollux ist eine Hauptstern von den Zwillingen, aber gerade in diesem Grenzbereich wirkt auch. Pollux ist das Göttliche und das symbolisiert unsere Seele, unsere Seelenreise. Und es ist wichtig, in diesem Tag zurückziehen, gerade in Krebsenergie zurückziehen, meditieren über deine Werte, dein Selbstwertgefühl und mit diesem Bewusstsein, diesem höheren Bewusstsein gelangen. 31. Juli ist Merkur im Stillstand und das bedeutet, es geht nichts voran bei Handlungen oder Gesprächen. Es ist alles wirklich wie im Stillstand und dann wird direkt läufig, dann kommt auch eine Vorwärtsbewegung. Im selben Tag, 31. Juli, aktiviert Mond die Venus-Energie. Das kann bedeuten, dass du was Schönes kaufst. Hier handelt es sich um Finanzen, also Geldeinnahme, Geldausgabe oder Kontakt mit einer Frau. Und bekommst du Wertschätzung oder habt ihr Kontaktgespräche und das betrifft die Familie oder die Finanzen. Liebe Eriana, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.